Was bedeutet für Sie Unternehmertum? Unternehmertum heißt für mich, die Verantwortung zu übernehmen, für sein Unternehmen, für seine Mitarbeiter Verantwortung zu tragen, unternehmerisches und kaufmännisches Geschick zu beweisen und vor allen Dingen zu versuchen, für sein Unternehmen einen Weitblick zu haben und auch über die Zukunft nachzudenken, damit das Unternehmen lange überlebensfähig ist. Wer ist Ihr Vorbild und warum? Mein Vorbild, ist schwer zu sagen, käme jetzt nicht unbedingt aus dem unternehmerischen Bereich. Auch sicherlich sportliche Vorbilder könnte ich jetzt nicht direkt ein spezielles Vorbild nennen, wenn überhaupt dann Muhammad Ali, weil ich glaube ich bei ihm am meisten schätze sein Durchsetzungsvermögen und seinen Tatendrang. Was macht einen guten Unternehmer aus? Das habe ich gerade schon kurz gesagt. Ich denke, unternehmerische Weitsicht, also heute schon darüber nachdenken, was morgen und übermorgen sein kann und rechtzeitig die Weichen zu stellen und auch einzugestehen, wann man die Notbremse ziehen muss. Ja, auch im schlimmsten Fall, um einen Schaden klein zu halten. Ich wurde Unternehmer, weil Mich die Herausforderung gereizt hat, mich all diesen unternehmerischen und kaufmännischen Aufgaben zu stellen. Und weil ich gerne mitgestalte und auch gerne mitentscheide und weil ich auch gerne mit Verantwortung übernehme. Was war Ihr erster Erfolg als Unternehmer? Mein erster Erfolg als Unternehmer war eine gemeinschaftliche Aktion mit der Diebelsbrauerei. Damit habe ich mich damals selbstständig gemacht mit einem Pilotprojekt, den die Diebelsbrauerei damals gemacht hat. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg, der nachher auch zigmal multipliziert wurde. Und was war Ihr größter Fehler? Mein größter Fehler ist wirklich schwer zu sagen, fällt mir jetzt zum Glück kein wirklich großer ein, aber ich habe bestimmt viele gemacht, aber es war noch kein extrem großer dabei zum Glück. Noch zwei Fragen zu Impulse. An Impulse mag ich. Das jährliche Impulse-Ranking für die besten Unternehmen der Franchise-Branche, ja, das mag ich am meisten. Was würden Sie ändern, wenn Sie Impulse Chefredakteur wären? Ich würde das Ranking so gestalten, dass Joey's auf Platz 1 kommt.